Dutzende Panzer, tausende Soldaten. Abermals verstärkt Russland seine Truppen an der ukrainischen Grenze. Angeblich für eine gemeinsame Militärübung. Doch der Westen befürchtet eine russische Invasion, warnt den Kreml. Klare Kante von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Wenn sich die Situation verschlechtert, wenn es zu weiteren Angriffen auf die territoriale Integrität der Ukraine kommt, werden wir mit massiven Wirtschafts- und Finanzsanktionen reagieren. Von einem hohen Preis, bereits vorbereiteten, so noch nie erlebten Sanktionen, spricht inzwischen auch US-Präsident Joe Biden. Hatte er zunächst noch eine weniger harte Reaktion bei einer kleinen russischen Invasion angekündigt, stellt er jetzt klar: Jegliche versammelte russische Einheit, die sich über die ukrainische Grenze bewegt, das ist eine Invasion. Während sich das ukrainische Militär bereits auf den Ernstfall einstellt, wird in Genf erst einmal geredet. Auf Kriegskurs oder langsame Entspannung. Das wollen heute US-Außenminister Antony Blinken und sein russischer Amtskollege Sergei Lavrov klären. Wenige Stunden zuvor hatte Blinken bei seinem Deutschlandbesuch deutlich gemacht: Es wird ja viel über Präsident Putin und über das, was er wirklich will, spekuliert. Aber da muss man doch gar nicht nachdenken. Er hat uns immer wieder erzählt, er bereite eine Invasion vor, weil er nicht glaubt, dass die Ukraine ein souveräner Staat ist. Inmitten der Spannungen mit der Ukraine hat Russland jetzt übrigens ein groß angelegtes Marinemanöver angekündigt. Deeskalation sieht ganz sicher anders aus. Georgische und amerikanische Truppen bei einer Luftlandeübung auf dem Militärstützpunkt Vasiani in der Nähe von Tiflis. Sie ist Teil des Agile Spirit Manövers der NATO. Das wird von Russland ganz genau beobachtet. Die Übungen finden vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen NATO und Russland statt, das direkt an Georgien grenzt. Während der Ausbildung mit unseren georgischen Partnern arbeiten wir an der Interoperabilität. Wir wollen zeigen, dass wir zusammenarbeiten können und dass wir gemeinsam stärker sind. Ich bin mir sicher, dass wir, so wie wir es heute getan haben, überall auf der Welt schnell unsere Kampfkraft einsetzen können. An dem Manöver im Südkaukasus nehmen über 2500 Soldaten aus 12 NATO-Mitgliedstaaten Aserbaidschan, Georgien und der Ukraine teil. Russland behält sich vor, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um seine Interessen zu wahren. Sie trainieren für den Ernstfall. Amerikanische und polnische Soldaten gehen in Stellung, kämpfen ein Flussufer frei. Kurz danach rollen Panzer und Transportfahrzeuge, bringen Nachschub und geben Deckung. Was die Soldaten hier üben? Die Verteidigung der NATO-Ostflanke. Die US-Armee überprüft und verbessert ihre strategische Reaktionsfähigkeit durch diese multinationalen Übungen. So stellen wir sicher, dass wir gemeinsam mit unseren NATO-Partnern bereit sind, uns zu verteidigen und mögliche Gegner abzuschrecken. Rückblick: Im Frühjahr beginnt das US-Militär mit der größten Übung seit Ende des Kalten Krieges, Defender 2020. Zehntausende US-Soldaten sollen nach Osteuropa verlegt werden. Insgesamt 18 NATO-Staaten beteiligen sich. Doch dann, Ende März, bringt die Corona-Pandemie die Übung zum Erliegen. Alles stoppt. Bis jetzt. Dank umfangreicher Quarantänemaßnahmen kann zumindest eine Übung im Westen Polens stattfinden. Zuvor wurden alle 6000 Soldaten auf Corona getestet. Gerade hier in Polen beobachten Sie die aggressive Politik Russlands und Wladimir Putins ganz genau und sind froh, mit Ihren amerikanischen NATO-Verbündeten trainieren zu können. Insgesamt 2 Wochen lang werden die US-Truppen in Polen üben, bevor sie dann über Deutschland zurück in die Vereinigten Staaten reisen.